Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Föhnutopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Nachdem wir das letzte Mal hier jede Geoprüfung abgeschlossen haben, die wir zurzeit hatten, haben wir ein bisschen mehr Energie jetzt. Und ich habe ein goldenes Perro-Ei in den Wind geschossen. So, bin schon gespannt, was mich hier storymäßig erwartet. Erstmal in den Springbrunnen rein. Hier ist der Laden. Der hat auch was Interessantes da oben. Eine bessere Lampe, würde ich sagen. Nee. Das ist ein besserer Schläger. Für 300. Eine bessere Weste. 250. Was ist das? Ein mysteriöses Traumerz. Nicht zu verkaufen. Klar, ich höre mir gerne die Geschichte davon an. Vor langer Zeit erzählte mir mein Meister, wie er von einer Sternschnuppe träumte. Sie brach in zwei, als sie vom Nachthimmel herunterfiel. Ein Teil landete weit weg im Norden. Und eins landete ein gutes Stück außerhalb der Stadt, auf einem mit Gras überwachsenen Berg. Er empfand diesen Traum für eine göttliche Offenbarung und suchte nach an dem Berg aus seinem Traum. Und tatsächlich, da war es. Ein Stück Traumerz erwartete dort auf ihn. Dieses Metall ist wahrhaft ein Geschenk des Himmels. Es ist immens stark, aber trotzdem außergewöhnlich leicht. Mein Meister meint, er möchte unbedingt eine Waffe daraus schmieden. Aber der eine Klumpen bietet leider nicht genug Rohmaterial dafür. Wir bauen die zweite Hälfte des Kometen. Darum hat er den anderen Klumpen ausgestellt. Er macht damit ein öffentliches Angebot. Wer auch immer ihm die zweite Hälfte des Traumherzes bringt, soll eine fantastische Waffe bekommen. Und diese Waffe wird eben aus genau diesem Material geschmiedet werden, ohne Kosten. Es ist schon ein seltsames Angebot, aber daran sieht man, wie wichtig mein Meister die Sache ist. Okay, wenn wir so einen Traum jetzt finden, kriegen wir eine gute Waffe. Dann sollte ich hier eher auf die Weste sparen. Kann ich mal hier etwa auch die Tasche erweitern? Ja, du kommst mir bekannt vor. Also, international, okay. Kostet es bei dir auch 150 zurzeit? Ja. Aber gut, dass ich dafür nicht nach Atai rüber muss. Ich habe mir da übrigens zwei Plätze geholt. Hier gibt es bestimmt auch wieder eine Basis. Hier bin ich auf jeden Fall in der Bar. Muss jetzt nicht mit jedem einzeln reden. Was für eine riesige Küche. Bevor ich mich hier verlaufe, gehe ich lieber raus. Weil ich habe sehr gut das Gefühl, dass ich mich hier noch verlaufen werde. Irgendein Hinweis auf die Noten? Wahrscheinlich von einem der Leute hier. Werde ich offscreen mal mit den allen reden müssen. Du siehst interessant aus. Ha, schau dir all die Konformisten an, wie sie für eine Box Nudeln anstehen. Ich will Nudeln. Gib her. Ich hab Hunger. Oh, die geben mir einen Angriffsboost. Okay, hat sich auch gelohnt. Ein Kampfdojo. Kam zur Suche nach großer zerstörerischer Macht hierher. Ich, Meister Tereka, unterrichte jeden gegen eine Gebühr. Noch nicht, aber ich denke mal, dass ich schon was davon haben werde.
Also, wir könnten uns ja jetzt auf die Suche machen nach diesem Traumerz. Macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn momentan. In den Bergen hatte er ja dieses Teil gefunden. Wo ist denn hier ein Berg? Berg, Berg, Berg. Immer diese aggressiven Schweine. Weizenstraße. Darf ich hier denn schon lang? Das ist eine neue Region dort, also nein. Mann, jetzt geh doch mal weg von mir. Ach stimmt, hier war auch noch eine Geobasis. Mitten so auf dem Weg. Ja komm nochmal mit, dieses Rätsel auch noch eben. Ich muss einfach nur Lücken füllen. Das ist ja easy. Puzzeln, das kann ich. Okay, jetzt brauche ich mehr dafür. Ich kann das ja erstmal da runterwerfen. Zack. Pau. Oh, ich brauch noch mal einen Moment. So Leute, ich habe ein bisschen dafür gebraucht. Ihr seht ja, wie ich es angeordnet habe. Falls ihr das auch macht, da habt ihr die Lösung. Glückwunsch, du hast diese Geoprüfung gemeistert. In diesem Geohaus bist du Besucher 1556. Hier ist dein Ticket. Schau bei der nächsten Geobasis vorbei, um deine Preise einzutauschen. Ja. Also das hätte ich damit dann erledigt. Hier ist kein Berg, auf den ich kann. Wahrscheinlich ist er irgendwo in der Stadt. Oder oberhalb von hier. Das sieht auch aus, so als wäre es eine bergige Gegend. Mal gucken, was wir hier so finden. Ich gucke erstmal oberhalb die Stadt an. Weil die Stadt wirkt mir schon ein bisschen überdimensional groß. Da war ja selbst Atai eine kleine Gegend. Ne, Atai heißt es, glaube ich, auf gut Deutsch. Ohne Gasse, in die ich rein kann. Das ist ein Mondstein für mich. Aber wie komme ich ran? Haut ab. Ich könnte es kaputt schießen. Das steht außer Frage.
Die Frage bleibt, wie ich drankomme. Weil ich habe hier keine Kiste. Ich kann zwar Bomben aufeinander stapeln, aber damit komme ich auch nicht hoch genug. Also der Mondstein bleibt mir erstmal verwehrt. Boah, diese Stadt ist so riesig. Ich habe nicht wirklich Lust, mich jetzt mit jedem Einzelnen zu unterhalten. Aber mit irgendwem werde ich mich unterhalten müssen. Ich gehe einfach mal ein Stück weiter. Okay, Vorratskammer geplündert. Also jetzt gleich Traubensaft. Makaron, was ist ein Makaron? Ein Dessert aus zwei Beiserkeksen mit einer Füllung aus Fruchtmarmelade, frischen Erdbeeren, die beim Backen hinzugefügt wurden, sorgen dafür, dass der Beiser eine kräftige pinke Farbe hat. Das klingt ja mega lecker. Und du bist einfach nur ein Booster für die Ausdauer. Ich weiß nicht, was meine Hunde jetzt gerade schon wieder haben. Kann ich mit dir reden? Mit Honken hat auf dem Dach getanzt und ist direkt durchgebrochen. Hat das nette Loch hier verursacht. Also muss ich das jetzt reparieren. Tut mir leid. So. Ist hier noch was? Einmal kaputt schießen. Hat schon seinen Sinn. Wer weiß, vielleicht brauche ich's. Ich brauche es wahrscheinlich. Weil da ist ein Mondstein. So, du kommst da ans Eck. Dann packe ich dich da hin. Ah ne, ich muss das erst auf der linken Seite einmal so machen. So. Tschüss. So, den da drauf. Meins. Hat sich gelohnt. So. Wisst ihr was, Leute? Ich mache hier jetzt einfach für heute Schluss. Ich suche mir jetzt einen Speicherpunkt. Und wir erkunden das hier wirklich beim nächsten Mal ganz, weil ich finde mich gerade hier überhaupt nicht zurecht. Ich will nur mal gucken, was der eine Wissenschaftler gesagt hatte, was unser nächster Job ist. Dann finde ich mich hier besser zurecht. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.